Mit skurrilen und doch geschliffenen Dialogen, gespickt mit jeder Menge Humor, geht es in unseren Kulturpunkt, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüßen darf. Sprachwitz meets musikalischen Spaß. Ein Crossover aus Pop, Chanson, Musical und Schlager. Bekannte Lieder mit neuen Texten, verbunden durch kurze, prägnante Szenen, in denen gesucht wird, was das Zeug hält. Heraus kommt ein turbulentes Ringelspiel, mit dem es genussvoll tönend im Kreis eckt und in dem alles Mögliche gefunden wird. Nur nicht das, wonach gesucht wurde. Suchmaschinen, ein musikalisches Ringelspiel von und mit Evelyn Ruschitzka und Michaela Schausberger und Alexander Kuchinka gibt es am 28. Oktober ab 20 Uhr im Theater Keller Hack. Fünf Achterl in Ehren sind 10 Jahre alt. 2016 geht die Band nicht auf Tour, um ein Album zu feiern, sondern eine Dekade. Sie kreieren einmal mehr und immer deutlicher einen barrierefreien Kunstraum, der für alle da ist. Zur Entschleunigung, zur Provokation, zur Berauschung, Entgeistigung und Inspiration. Statt immer schneller, höher und weiter hinaus zu hetzen, wünscht sich die Band, auf der Suche nach dem schönsten Lied zu bleiben, erforscht das unendlich kleine, dynamische, langsame Tiefe. Magie ist immer kryptisch. Dieses Konzert hat nur einen Zweck, ein Geschenk für alle Fans. Stattfinden wird es am 29. Oktober ab 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk. Das Spiel ums Glück gibt den Auftakt zu dem 62. Amstettner Kulturwochen. In die Rollen der Gesellen Knierim, Zwirn und Leim, die Anhänger des bösen Geistes, Lumpazi Vagabundus, schlüpfen die Laiendarsteller der Amstettner Theatergruppe Disaster. Premiere von Johann Nestreus Pose, Lumpazi Vagabundus, wird am 5. November ab 19.30 Uhr in der Johann-Bölz-Halle gefeiert. Musikalisch begleitet wird das Ensemble von der Stifter Geigenmusik. Mehr dazu finden Sie auf avb.amstetten.at. Wien, Anfang der 30er Jahre. Eines Nachts findet sich ein neuer Patient auf Sigmund Freuds Couch wieder. Ein geheimnisvoller Graf, der die unendlich lang andauernde Beziehung mit seiner Frau nicht mehr ertragen kann. Du hast es schon wieder gemacht. Aber das passt dir viel besser. Aber mir passt das nicht. Was führt sie also zu mir? Meine Frau. Ich hasse sie. Wie sehe ich aus? Du hast heute noch nichts gesagt. Siehst heute entzückend aus. Das ist ein Fall für die Klinik. Ich habe jemanden gefunden, der dich malen kann. Ich kann sie nicht malen. Ich muss sie erst kennenlernen. Wenn das Bild am Ende der Nacht nicht fertig ist, werde ich dich töten. Stellen Sie sich vor, wir wären uns schon mal begegnet. Daran könnte ich mich erinnern. Wieso habe ich dieses Kleid an? Was hast du mit mir gemacht? Frag doch deinen alten Bekannten, mit dem du gestern abgerauscht bist. Vielleicht weiß der ja, wo deine Hose ist. Das hat mich gebissen. Jetzt will ich, dass du wieder so bist, wie du warst, bevor ich wollte, dass du wirst, wie ich wollte, dass du bist. Ach. Ein Steak mit Knoblauchsoße, Bratkartoffeln und ein Bier. Keine Knoblauchsoße. Ja, natürlich. Verdammt! Das ist nicht normal. Ist der Biss abhanden gekommen. Dieser Film ist ein absolutes Muss für Freunde des Skurrilen. Was im Kleid eines Vampirfilms darkommt, ist mehr Screwball-Komödie als Horror. David Röhms zweiter Kinospielfilm ist ein bissiges Vampir-Liebesmärchen mit pechschwarzem Witz und gar nicht blutleeren Charakteren. Zu sehen im Rahmen des Südfilms am 25. Oktober um 17.30 Uhr und 19.30 Uhr. Es dämmert nicht nur in unserem Kinotipp, sondern auch bei uns im Kulturpunktstudio. Das heißt, ich darf mich bei Ihnen verabschieden und sage danke fürs Zusehen. Bis bald und auf Wiedersehen.